Dach, liebe Leute. Hallo miteinander. Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Film von Christian und Tenno in Schönefelsberg. Ich muss mir noch ganz kurz schnell einen Espresso in den Kadaver drücken und dann können wir anfangen. Moment schnell, ich muss ein Rämli haben, sonst schmeckt es nicht. So, also, um was geht es in dem Film? Ganz kurz, es geht darum, Dodge Ram. Die mich persönlich kennen, die wissen, das ist ein bisschen Leidenschaft von mir. Grosse, fette Auto. Ja, nur dass die Fahrzeuge sich mehr bewegen als du. Das gibt dir auf dem Popo da. Mehr Leistung als du. Genau. Also, es geht jetzt um Dodge Ram. Dodge Ram 5.7er Hemi, 1500er, also 1500er ist Modellreihe und 5.7er Hemi V8 Motorisierung. Da zeigen wir euch jetzt mal kurz, was da an Leistung geht. Es ist immer so, dass bei so Sauger-Fahrzeug-Leistung immer ein bisschen ein umstrittenes Thema ist. Oder was bringt etwas, was bringt nichts, was kostet es nicht. Und das ist immer so ein bisschen eine Frage. Oder? Weil man muss ganz klar sagen, bei einem Sauger rein softwaremäßig schwierig, wie viel das man da effektiv rauskriegt. Oder man hört gewisse Angaben, die relativ hoch sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Auf jeden Fall, beim Dodge ist es so, dass wir eine Software haben von unserem Partner OCT. Und da tun wir uns jetzt mal überraschen, was es bringt. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Wir machen es jetzt auch das erste Mal Dodge Ram. Also haben wir jetzt noch nicht viel gemacht, aber wir können es anbieten. Also auch noch nicht so lange. Von dem her haben wir jetzt einen da, Schnockasion von uns, beziehungsweise einen Neuwagen. Und da tun wir das Ganze nochmal ausprobieren. Gut, Bea macht schon einmal zwei, drei Aufnahmen vom Auto. In dieser Zeit trinke ich mir einen Espresso und dann sehen wir uns gleich wieder beim Fahren. Bei der Messung davor, 80, 120 und nachher tunen wir. Und dann nach dem Tuning gehen wir nochmal fahren. Also, bis nachher. Gut, also jetzt sind wir hier im Dodge Ram 5.7er Hemi, Modelljahrgang 18, also ist ein Neuwagen. Beziehungsweise Neuwagen hat 600 Kilometer. Ich glaube, wir können uns noch als Neuwagen auf Neuwagen einigen. Ha? Gut. Also die Autos haben 400 PS, angeht es 401, also 401 PS und 550 Newton oder 555 Newtonmeter am Drehmoment. Wir reden hier über einen V8 Motor, 5,7 Liter und das Hemi ist eine spezielle Bauart vom Brennraum. Das ist im Prinzip auch sehr alt schon, also die Technik oder die Hemi Brennräume, die gibt es ja schon seit 50er, 60er Jahren. Ich bin nicht ganz sicher, ich will da keinen Fehler sagen, 50er oder 60er Jahre. Das ist einfach so eine kuppelartige hemisphärische Brennraum, sagt man dem, darum heisst es auch Hemi. Eine spezielle Konstruktion. Ja. Gut, die Motoren zeichnen sich aus durch, wie soll man sagen, Verbraucharm. Die Motoren sind recht verbrauchsarm für so V8-Motoren. Bei diesen Fahrzeugen jetzt hier mit Zylinderabschaltung reden wir von guten 12-13 Liter im Durchschnitt und das ist doch für ein 2,8 Tonnen Fahrzeug recht ein angenehmer Wert. Gut, leistungsmäßig machen wir hier einfach Software. Was die Software bringt, wissen wir noch nicht. Wir wissen zwar die Werte, aber wir wissen noch nicht, wie es sich anfühlt. Und die Werte sind, wir gehen auf 420 PS und 585 Newtonmeter. Also 20 PS mehr, 35 Newtonmeter mehr. Das sind jetzt nicht richtig grosse Werte. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, bei einem Sauger, ohne irgendwie einen Kompressor umbauen oder so, ist es einfach sehr schwierig, vernünftig Leistung zu kriegen. Man kann ja nur an der Zündung arbeiten, an der Spritmenge kann man arbeiten. Viel mehr Möglichkeiten hat man da eigentlich nicht. Und das schränkt es natürlich sehr ein. Darum, Sauger-Tuning ist etwas, wo Preis-Leistung ja, immer ein bisschen umstritten ist. Ja? Ist es zu dunkel, zu hell? Du, mach mal ein Ding weiter, ja, ich mache meinen Job. Also, wir gehen jetzt mal auf die Autobahn, machen mal eine Messung davor. Und dann machen wir die Messung danach. Wir können dazwischen noch programmieren. Und dann schauen wir, was es effektiv bringt. Wie wir jetzt die Messung machen, muss ich mal überlegen. Ich denke, wir machen es in einem fixen Gang. Und dann können wir einfach unsere 80-120 Beschleunigungsmessung machen. Beziehungsweise Elastizitätsmessung.
Und dann schauen wir, was wir da brauchen an Zeit. He? Haben wir eine Temperatur? Haben wir schon. Gut. Öl auch schon. Das ist nicht schlecht. Ja, ich liebe die Fahrzeuge. Wir haben früher sehr viel von diesen Fahrzeugen verkauft. Sind sehr, sehr problemlose Fahrzeuge. Und sind natürlich, wenn man arbeiten muss, ziehen muss oder auch nur einen auf dicke Hose machen muss, ganz geile Auto. Was denn? Nicht. Gar nichts. Jetzt fahren wir hier auf die Autobahn miteinander. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier von der Gang her. Die Auto kann man ja auch noch von Hand schalten. Also mal Gear Minus, Gear Plus. Jetzt sind wir schon im 7. Eieiei. Am 7. Gang ist, glaube ich, ein bisschen heftig. He? Wollen wir es mal im 5 probieren? Mhm. Jo, die gibt mal Schub. Er schaltet selber. 4,5. Ja, also was ich gemerkt habe, er schaltet selber. Von dem her ja, können wir uns das eigentlich sparen damit mit dem Schandschalter. 4,5 Sekunden. Boah, ist mal nicht so schlecht, oder? Ich mach noch einen. Hier kommt ein Benz hier hinten. Junge, überhol. Einfach überholen. Ich weiß nicht, wie sein Auto funktioniert. Ja, ich weiß auch nicht. Gut, also, mal unter 80 schnell. Gut, sind wir drunter. Warte, bis wir ein bisschen Abstand haben. Eben, wir reden doch von 2,5 Tonnen oder noch mehr. He? Achtung! Heilige! Oh, 4,5 schon mal. Zwei Messungen, bum, bum, genau gleich. Sieht man es? Nein, sieht man nicht. Ah, jetzt? Ja, genau. Also 4,5 Sekunden von 80 auf 120. Hier auf D oder so können wir eigentlich nicht schalten. Wir haben natürlich im Zweiradmodus gemessen, nicht im Vierradmodus. Und wir haben Sommerpneu drauf. Der Tank ist ein bisschen weniger als halb voll. Und die Zuladung knapp bei 200 Kilo, oder? 120 und plus 80 auf meiner Rechte. 80, sagst du gleich. 75? Nein. Jo, 72, aber das ist aus. Nein, 70er. Ehrlich? Ja. Hast du einen 70er? Ja. Hast du abgenommen? Na, letztes Jahr irgendwann, 8 Kilo. Ja, scheiße. Ja gut, also, 4,5 Sekunden. 70 Kilo Muskelmasse und 120 Performance. Okay. Genau. Er stund mir eigentlich noch 4,5 Sekunden, ist relativ schneller wert. Ja, fahre ich jetzt auch. Ja. Also wir sind hier auch geflogen, kurz mal ein bisschen. Ja, okay. Also jetzt gehen wir zurück ins Geschäft, machen wir Programmierung, schauen, wie viel wir mehr kriegen. Wir lassen uns wirklich mal überraschen, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einen Dodge haben wir noch nie gemacht. Also einen Ram. Schauen wir, was passiert. Ja? Also der V8 haben wir noch nie gemacht. Diesel haben wir schon gemacht. Aber Dieselmotor im Ram ist der gleiche wie im Jeep Grand Cherokee. Von dem her ist das nichts Spezielles. In Anführungsstrichen nichts Spezielles. Zum Tunen, sondern jetzt das ist wirklich mal eine Premiere, vor allem Sauger-Tuning. He? Gut, also, bis später. So, also, jetzt sind wir fertig. Wir haben jetzt hier gerade die Programmierung abgeschlossen. Dann schnell die Kabel aufräumen und dann gehen wir fahren miteinander. Ja, man sollte natürlich jetzt Fahrzeug zuerst ein paar Kilometer einfahren, etc. etc. Das kennen wir ja. Das habe ich ja schon mehr erzählt. Und, haben wir jetzt einfach die Zeit nicht. Das heisst, wir gehen jetzt wirklich fahren miteinander und machen die zeitmässig danach. Ja, ich würde sagen, wir steigen einmal ein, kommen mit, oder? So, also, sind wir im Auto, sind wir am Fahren. Die Fahrt danach. Ja, viel können wir noch nicht sagen, was ich das Gefühl habe, es spricht ein bisschen anders an. Und die Schaltung ist ein bisschen anders, was man so merkt. Aber da kann man jetzt noch nicht viel zeigen, weil wir ja da wieder auf 80er Strecke, dann müssen wir mit 60 fahren. Oder noch weniger, kennt man ja nicht. Katastrophe. Katastrophe, ja. Liebe Leute, kleiner Tipp, dort wo 80 steht, dürfen wir 80 fahren. Dort wo 60 steht, fahrt man 60. So, einfach als Anhaltspunkt. Gut, also jetzt gehen wir hier auf die Autobahn. Jetzt hoffe ich, es dauert nicht mehr zu lang. Was denn? Schläfchen mal? Ja, gut, ich jetzt Bock. Er spricht schön an. Er ist direkt am Gas, habe ich das Gefühl. Ja, also habe ich also das Gefühl im ersten Moment, es spricht anders an. Es tut,
Es tut, ja, so, genau, so ein bisschen mehr Energy, ja? Mehr Energy. Ja, das Auto spricht schon anders, das merkt man. Also rein vom Gas her, die Kennlinie ist anders. Jetzt müssen wir mal schauen, was dort Messungen ergeben. Jetzt hoffe ich, dass nicht allzu viel Verkehr ist, aber es ist natürlich Freitag Nachmittag heute. Ja, es ist Freitag, das wissen wir ja gerne nicht, weil ihr wisst ja nicht, wenn wir es drehen. Ihr seht, dass ja wieder Zeit verzögert. So. Also, Freitag. Gut, Achtung. Bist du ready? Bist du pronto? Na klar. Gut, also. Ein bisschen weniger als original. Jetzt schauen wir mal, jetzt müsste ich hier mal abbremsen. Es ist unheimlich schwierig, unter die 80 zu kommen. Gut? Ja. Ja. Also rein zeitenmäßig tut sich nicht viel verändern, das muss man sagen, jetzt mal im ersten Moment. Aber wir haben noch nicht gross eingefahren. Was man aber merkt, hat mehr Aggressivität, das spricht anders an. Aber eben auf das Gewicht sind natürlich 20 PS und 30 Newtonmeter jetzt nicht unbedingt ein Garant für 3 Sekunden weniger. Ja, mal versuchen, was das heisst. Interessant wäre jetzt zum schauen, was macht er, wenn er richtig eingefahren ist. Heiliger! 4,4, jetzt kommt er. Schau mal. Ich wollte gerade sagen. Jetzt kommt er, jetzt merkst du mehr Hass. Gib ihm mal noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt machen wir noch mal eine Messung. Also jetzt haben wir schon mal 0,1 weniger. Jetzt müssen wir noch mal abbremsen, aber da hinten hat es halt wieder viel Verkehr. Scheiße. Ich komme wieder hier. Gut, Achtung. Ja, jetzt kommt er. Er kommt. Wollen wir noch ein Stückchen fahren? Würde ich sagen, weil ich glaube, er muss wirklich ein bisschen eingefahren werden. Haben wir noch Treibstoff? Ja, das ist jetzt genau wieder der Punkt, oder? Jedes Mal kommt er ein bisschen mehr. Jetzt lassen wir jetzt erst einmal ein bisschen schnaufen wieder. Man merkt jetzt schon, jetzt nach der zweiten, dritten Messung hat er schon ein bisschen angefangen, mehr Hass in die Bude zu kreieren. Mehr Hass. Muss ich schon halt abmachen. Warum dort schon mehr Hass? Oh, ich kann mich fast aufhören. Was man merkt ist, wenn ich jetzt Gas gebe, er spricht anders an. Er spricht ganz anders an. Ist noch erstaunlich. Ja? Wir reden immer noch über 2, ich muss mal schauen, was das Leergewicht ist. Ich glaube 2,8 Tonnen, ist das möglich? Vorhin hat es auch so weit gesagt, mit 2,8 ja, oder 2,5. Ich weiß nicht, ob 2,5 oder 2,8. Jetzt kommen hier wieder Leute aus der Ausfahrt raus. Hier wäre jetzt eine geile Strecke zum Testen. Ja, siehst du hier, das Feierabendsverkehr. Was müssen die Leute Feierabend machen? Versteht kein Mensch. So, muss ich mal bremsen. Die Uschi da wundert sich auch, was ich mache. So. Ja, tut mir leid, liebe Leute. So. Jutta? Los, jeb Jummi. Alter. Heilige Scheiße. Sag mal kurz. Also jetzt wieder bergauf hier. Katastrophe. Die fragen sich doch auch, ob ich gestört bin. Also wenn einer gesehen auf 80 aber bremsen und den Gas geht, dann könnte das ich voll easy. Unter 80. Unter 80, genau. Unter 80. Also 0,1 Verbesserung haben wir schon mal. Hier, jetzt gleich kommt eine schöne Gerade eigentlich. Ja. Aber eben. Ja, liebe Leute. Ja gut, eigentlich müssen 120 ist ja nur eine richtige Geschwindigkeit, du darfst so 80 fahren. Ja, so. Gut, Achtung. Scheiße. Oh, 0,3 besser. Sag, gib mir mal Zeit. Guck mal. Was sind wir für 0,3 besser. Von 4,5 aus 4,2. Ja, kommt. Langsam kommt er. Jetzt lass ihn mal kurz ausruhen. Ja, jetzt ein Momentchen hier schnaufen. Die Leute mal ein bisschen hier vorbeilassen. Katastrophe. Das ist halt unsere private Teststrecke. Es ist halt genau. Heute nicht abgesperrt, weil Freitag ist. Verkehr. Haben wir gedacht, gut, lassen wir heute mal offen. Ja, für das Wetter ist Freitag, sie dürfen.
Ja, hier geht es bergauf, da bringt gar nichts. Aber was man spürt, ist, das Auto ist man hat das Gefühl, das Auto ist agiler. Ist auf dem Schalter her, man kann jetzt auch, wenn man fein so von 100 auf fein aufbeschleunigt, ganz, aber normal natürlich. Er ist, wie soll ich sagen, leichtfüßiger unterwegs, das merkt man gut. Und eben, man kriegt Verbesserungen her. Jetzt haben wir hier die Bestmessung, ist 0,3. Ist natürlich auch immer die Frage, ist jetzt die Straße ganz, ganz eben, ist sie leicht bergauf, leicht bergab, oder? Das kann natürlich alles beeinflussen. Aber ich sage so 0,2, 0,3 wird das Rennstadium sicher sein, wo man erreicht mit dem Fahrzeug. 0,2, ja, vielleicht auch 0,3, vielleicht auch 0,4, je nachdem. Und, ist ja 80. Hier müssen jetzt 80 fahren, ne? Das ist super, jetzt sind wir. Jetzt bremst runter und zieh hoch. Ja, genau, zieh hoch. Hier geht's bergauf. Und dann ist die Ausfahrt hier draußen. Ja, aber jetzt warten wir, jetzt gehen wir schnell auf die Gegengerade und dann schauen wir. Gegengerade, das tönt doch auf der Autobahn, ne? Gegengerade ist ja. Gegengerade auf der Autobahn, genau. Ist ja keine Autobahn, das ist eine Rennstrecke hier. Das ist eine Rennstrecke. Teststrecke. Ah, lass uns mal gucken. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollen leicht physischer sein. Also man hat das Gefühl, die Masse bewegt sich leichter. Ja. Ich habe das Gefühl, er sprabbelt nicht mehr so. Da muss man nachher gucken. Wenn ich jetzt tue, habe ich ganz minim Gas gegeben, er spricht schon anders an. Also das Ansprechverhalten ist deutlich besser geworden. Hast du Geld bei? Nein, warum auch so? Ja. Nein, habe ich leider nicht. Auch beim Anfahren merkt man auch, dass das Gaskennlinie oder Gaspedalkennlinie geändert worden ist. Dementsprechend hat er schon einen anderen Bums. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, wir reden von 5% mehr PS. Wenn man das in Prozent ausdrückt, sind das erst 5%. Oder? Und von 30 Newtonmeter, das ist natürlich nicht gerade ein Haufen, das muss man schon sehen. Und, aber ja, mal, es bringt etwas, muss ich sagen. Ich bin erstaunt, weil Sauger-Tuning mit dem Thema habe ich mich bis jetzt noch nicht viel befasst. Und doch muss ich sagen, mal. Also es ist nicht für die Katz. Es ist jetzt, ich tue noch mal vorne filmen, dass die Leute das auch sehen, was hier Stau ist. Seht ihr das? Die sehen die nicht. Das sieht man denn daran nicht. Nein. Fließender Verkehr mit einer Geschwindigkeit von, was fährst du? 83. Ja. Also, wir lernen das jetzt. Die Bestmessung haben wir gehabt, 0,2. Wenn wir schnell zurück da, History. Wir haben original 4,509. 4,576 und nachher haben wir die Mischmessung gehabt, nach der Leistungssteigerung 4,215 und ja, also ich würde sagen, tun wir uns einigen 0,2 besser, das ist mal sicher nicht schlecht, wie gesagt, alles was, wenn jemand erwartet, das gebe ich 3 Sekunden, das kann man ja vergessen, das ist klar. Gut, also, wir können auch dort Dodge machen, he? Rams. Und auch zum Beispiel eben Durangos mit 5-7er Hemi. Das können wir also programmieren. Wie gesagt, ja, überraschend gut. Hätte ich mir nicht vorgestellt, dass es so viel bringt. Vor allem gefühlsmäßig. Und wenn ihr etwas braucht, meldet euch. Original fahrt man nicht. Tschüss zusammen.